Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Ancestors. Oder wie man den Titel auch immer nennen sollte, ich sag einfach Affenspaß mit der Bande Killer Affen, so habe ich sie genannt. Und ja, ich habe nochmal versucht, ein bisschen Paarungsrufe zu machen, hat das Weibchen aber nicht interessiert. Hier sind unsere Schlafplätze. Und wir müssen irgendwie noch, also Wasser haben wir ja quasi für unser Stamm, aber irgendwie müssen wir noch was zu essen finden, oder? Obwohl, wir hatten eine tote Beeren oder sowas. Wunderbeeren waren es, glaube ich. Oh, hat es ja gerade geblitzt. Was ist das da? Das sieht doch interessant aus. Rote Pflanze. Kann ich aber nicht als interessant empfinden, das ist aber schon mal komisch. Also ich würde mal sagen, Regen ist gar nicht gut. Kalt, ne? Ist das eine Höhle? So, wir haben eine Höhle, haben wir gar nicht gecheckt. Ist ihm kalt, oder? Oder einfach was essen. Okay, jetzt mampfen alle die Bären. Ist natürlich doof, wenn jetzt alle die Bären fressen, dann haben wir nämlich keine mehr. Okay, ich glaube, die Ansicht war entweder, weil ihn kalt war, oder weil wir Hunger hatten. Also ich hoffe nicht, dass ihm kalt war oder so, weil dann ist kacke, weil es regnet ja jetzt die ganze Zeit. Mit dem Dornbusch kann ich nichts machen, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, dieses Dreckswetter. Ja, es ist das Dreckswetter, was ihn hier so ein bisschen fertig macht. Ein regnerischer Tag hier. Hier, das ist so ein Stöckchen, ne? Gib mal her. Ich habe doch in der ersten Folge schon gesagt, die Steine, die wollen noch bewegt werden. Entweder braucht man dann einen Kameraden, und ich weiß nicht, wie man sich einen Kameraden da befehle. Oh, Regen hat aufgehört. Oder wir nehmen so ein Stöckchen und nutzen die Hebelwirkung. Aufhebbarer Felsen? Ich kann ihn selber aufheben oder wie jetzt, was jetzt? Schmeiß mal weg deinen Gegenstand. Lass mal los. Gut. Kann ich ihn selber aufheben, den Stein? Oh ja. Wo geht die Kamera hin? Hä? Der schläft! Hör auf! Ich denke, es ist ein aufhebbarer Stein. Warum pennt er jetzt? Ich will wissen, was da drunter ist, verdammte Axt. Ich lege mich euch auf irgendeinen Stein hin und penne. Toll, einen halben Tag verschlafen. Jetzt kriege ich aber meinen Stock nicht mehr, oder? Doch. Kann ich mit diesem Stock hier irgendwas machen?
Stock. Du machst mich fertig. Er leckt das an. Ach, du machst mich fertig. Ihr macht mich fertig, Jungs. Okay, meine Theorie mit dem haut nicht hin. Oh, hier haben wir wieder Bären. Lass mal einen Stock fallen, lass mal fallen, lass mal fallen. Das können wir noch greifen, ne? Alter Fressack. Warte mal, muss ich da vielleicht X drücken? Also, die A-Taste. Bei der PlayStation wäre es ein X, aber... Nein. Ah, ich hüpfe gerade. Das hilft auch nicht. Okay. Was war da hinten? Steine. Nochmal neue Steine, oder wie? Ich habe keine Ahnung, was unsere Mission ist, was wir machen sollen. Steht das hier irgendwo? Fortsetzen, Option. Forschmann, bla, gibt nur Informationen. Hilfe, was ist denn Hilfe? Steuerung. Nö, also man gibt uns da nichts vor. Okay. Okay. Nein, nein, oh. Ich wollte mit Anlauf, damit Schmackes und so, ne? Ihr kennt das ja. Das ist natürlich ein bisschen bescheiden. Okay. So könnte das vielleicht was werden. Er ist so langsam. Und tot. Er ist tot, er ist tot, er ist... Ja, er ist verletzt. Lass doch mal den scheiß Stock fallen. Hey, nicht auch noch ein Verletzter? Das war zwei. Können wir uns heilen? Sehen wir uns irgendwas essen und schnappen und so, ne? Komm mal weg da. Energy, mein Freund, komm. Ich glaube, mein Affe wird fett. Oh, 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 oh. Nee, ich glaube, der war ganz woanders. Stimmt, der war hier, ne? Jetzt ist er tot, oder was? Das was. Ah, die Taste gedrückt halten. Das erkunden wir doch mal. Wir sind ja eh halb tot. Wenn es ein Wildschwein ist oder eine Anaconda oder ein Krokodil, dann kannst du halt uns essen. Dann hat unsere Sippe ein Männchen verloren. Ah! Attacken ausweichen. Scheiße. Mamba! Das ist gar nicht gut, weil wir halt tot sind. Ich hab's hier gar nicht mal gesehen.
Vieh, geh weg. Das kann ja auch klettern. Gehen wir mal zum Rücken übers Wasser. Warum haben wir noch diese Kackansicht? Ich höre noch einen Ahnenaffen. Wo ist der? Jetzt kommen wir aus dieser Ansicht nicht raus, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie ich aus dieser Ansicht wieder rauskomme. Dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir einfach mal zu unserer Siedlung und übernehmen mal einen anderen Charakter, den wir in den Tod schicken können. Die Bäume sind auf jeden Fall sehr hoch. War der vielleicht auf der Ebene hier? Was war Dornbusch, der hier warm war? Entschuldigung. Oder soll das symbolisieren, dass wir verletzt sind, diese komische Ansicht? Hilft das Schlafen? Ich teste das einfach mal. Legen wir uns hin, machen Hayabuo, warten bis der nächste Tag anbricht. Schlafen wir mal aus und dann ist bestimmt wieder alles heile. Er träumt wieder von irgendetwas. Ja, das heilt. Wasser, wir brauchen Wasser. Kriegser. Wasser. Leider verschwindet die Anzeige. Ich weiß nicht, wann oder ob der genug trinkt. Aber sie sind Nachahmer, die machen alles nach. So. Oh, was ist das denn? Dornbusch? Rückenkratzer? Neue Nahrung? Stachelhalm, das kann man essen. Okay, hätte ich nicht gedacht, dann nehmen wir nochmal Nährstoffe von pflanzlicher Nahrung aufgenommen. Gut, alle anderen lernen es auch. Also einer macht's vor, die anderen machen es nach. Wie früher in der Schule. Ich habe noch nicht so den Durchblick. Ich weiß noch immer nicht, was ich machen soll hier. Auf der einen Seite Vorräte sammeln, auf der anderen Seite, wie mache ich das? Ich denke mal, es ist nie verkehrt, wenn wir alle Punkte, die wir hier irgendwie mal sehen, also gerade die Sachen, die uns alle Angst machen, die kennen wir ja wahrscheinlich. Oh, da ist tot. Und da ist irgendein Affe, kann das sein? Thank you.
Ich höre nicht, was es ist. Da war ja die Gefahr. Okay. Oh doch. Sinne. Okay. Was ist das? Keine Ahnung. Ja, ihr braucht nicht gleich antworten, Jungs. Ich wollte mal hier oben gucken, was hier abgeht. Das sind aber alles Sachen, die wir kennen, ne? Nee. Was ist das? Essen die Honig? Okay, die Palme ist als Fragezeichen deklariert, aber... Und auch das da. Ah, damit kann man wahrscheinlich Schlafplätze bauen. Warte mal. Können wir uns da nicht was abgreifen? Oder das? Mal gucken, ob das geht. Oh, das ist ganz gefährlich. Also letztes Mal ist er ja runtergefallen und gleich wird er ganz zerstochen werden. Und dann muss ich das vielleicht abwerfen. Ja, die wollen ja bestimmt, dass es runterkommt und einen leckeren Honig gibt. Also mit Werfen ist schon mal nix. Dann gib uns noch mal ein... Upsala. Ja, nimm dir noch mal ein Ästchen. Hä? Ich muss immer warten, bis es ein bisschen weiß ist, ne? Ich habe den längsten Ast hier genommen. Dann gucken wir mal, ob wir den da irgendwie runtergefummelt kriegen. Machen wir mal Sinne. Nee, falsch. Ja, jetzt will er das wieder ablecken. Bienenstock, ah. Okay. Gut. Wie kriegen wir dich jetzt da runter? Na komm, haus runter oder so. Schade. Vielleicht geht's damit nicht. Ah, fuck, falsche Taste. Oh, was haben wir denn hier? Kokosnüsse, lass los! Was immer du in der Hand hast, lass los! Ich will die Kokosnuss! Es ist nicht leicht, es ist nicht leicht. Und tot, 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 tot! Oh, 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 oh. Gut, jetzt erstmal wieder wegschmeißen. Ich glaube, es war über die Taste. Warum ist mir das nicht da hier oben eingefallen? Kokosnuss. So, dann... Oh!
Das ist keine Kokosnuss. Doch, Kokosnuss, okay. Kann ich die hier runterwerfen? Nicht runterfallen, Junge. Ach, der ist, glaube ich, nicht so der hellste. Nein, 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 nein. Geh wieder hoch. Geh wieder hoch. Oh, warte mal. Egal, kann ich das fallen lassen? Ja. Ist unten gelandet. Mal gucken, ob das auch unten bleibt. Gehen wir mal wieder zurück. Ah, höher, höher, höher. Nein, 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 nein. Oh, ich dachte, er will Harakiri-Affe. Du bist doch Killer-Affe und kein Harakiri-Affe. Lass los. Lass los. Und das rollt auch ungefähr dahin, wo das andere auch ist. Ich weiß bloß nicht, ob die sich auflösen. So, dann nehmen wir den letzten Kokosnuss. Ich würde ja echt versuchen, da diesen Bienenstock mal abzuschmeißen. Oh nein, das hatte ich jetzt nicht vor. Mutiger Affe. Affe, Affe. Geh da runter. Pfui Teufel, böse Affe. Oh. So, kriegen wir das hier geöffnet? Nein, kriegen wir nicht. Gut, wir haben eine Kokosnuss. Gab es nicht Kinderlied mit Affe und Kokosnuss? Aber ich hatte eine traurige Kindheit. Wahrscheinlich kenne ich das deswegen nicht. Ich habe es vergessen. Oh, kann man hier auch runter? Er hat die Kokosnuss gestohlen oder so. Ja, wir haben doch hier die Steine gehabt. Können wir diesen Stein kombinieren, indem wir die Kokosnuss draufschlagen? Nein, nicht Dornbusch. Kokosnuss. Ja, ich weiß. Mach doch mal den Hirnschmalz. Nee, Dorn helfen nicht. Aufhebbarer Felsen. Ja, vielleicht denke ich einfach zu kompliziert irgendwie. Ich weiß es nicht. Weil die werden sie ja wahrscheinlich nicht so öffnen können, die Kokosnüsse, oder? Sind die Affen so stark? Ah, verfluchte Kokosnuss. Was mich jetzt noch interessiert, die Kokosnüsse, die ich runterfallen lassen habe, bleiben die da liegen? Thema Essensvorrat. Anscheinend ja, hier liegt eine und da liegt auch eine. Hm. Aber wie kriege ich verdammt nochmal diese scheiß Kokosnuss auf? Ich will Kokosnuss. Oder muss ich die irgendwo gegenwerfen? Hm? Irgendwann komische Geräusche gemacht. Kokosnuss werfen. Hm. Hat sich nicht geändert. Scheißteil. Eindeutig wütend. Was ist die Kokosnuss los? Was ist los? Doofe Kokosnuss. Hat der was? Gut. Schnauze halten hier. Affenpack. Der hört sich aber nicht gut an. Oder drüben? Okay, wir haben Kokosnüsse, wir haben Bienenstock gefunden. Wir haben aber immer noch keinen Plan, wie wir diesen Stein aufheben oder wie wir diese Kokosnüsse aufkriegen. Wobei mir die
hätte auch schwören können, dass hier mit dem Kloppen wäre ganz gut irgendwie. Ja, aufhebbarer Stein. Was mache ich damit? Kann auch keinen Stein aufheben. Das ist auch richtig groß hier, das Teil. Da brauchen wir doch diese Büsche irgendwie. Fragezeichen. Können wir da was greifen? Dann wird er sich wahrscheinlich wehtun. Aber irgendwie nicht. Hm. Das ist mal was. Das klingt nach einem großen Vogel wieder. Was ist das denn gerade? Lass doch den Scheiß da los. Hände frei, alles gut, ja? Nee, da unten war keiner. Ich höre doch irgendwo Affengeräusche. Da gehen wir jetzt mal hin. Wir können doch bestimmt hier voll Anlauf und... Wie war denn das? Irgendwie sieht das nicht so ganz schnell aus hier. Und... Tod, tot, tot, tot! Oh Gott, nicht. Ich weiß bloß gerade nicht, wo der Affe ist. Immer zu weit oben, zu weit unten. Mal Sinne aktivieren. Können wir nicht beim Klettern oder was? Ne, über uns, oder? Ich höre dich nicht. Klingt doch so nah. Oh, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Oh Gott, oh Gott. Da ist er. Okay, Mission complete. Da oben ist er. Braucht er Hilfe? Hat er Hunger? Ist das ein Affe? Feindlicher Affe? Willst du Kopfschmerzen? Oh, ist das eine Pflanze? Nee, aber kann ich lieber brauchen. Oh, der hat was. Kann ich dir irgendwie... Soll ich dir helfen? Soll ich dich kuscheln? Umarmen? Sag doch was, du Affe. Mach mal Intelligenz. Intelligenz hilft uns hier aber nicht. Also ich würde sagen, er hat sich verwundet am Arm oder so, aber... Okay, Antworten tut er. Er ist auch bei dem Sinne hören gar nicht dabei. Da sind wir zu nah. Das hilft ja auch nicht. Ja, toll. Jetzt haben wir den markiert irgendwie, aber... Soll ich ihnen einen Ast geben? Hier, brauchst du einen Ast? Soll ich dir einen Ast geben? Hier, Ast. Nee, der freut sich nicht, oder? Scheiß der Hund, ey. Oh, mein Affe hat Durst, oder?
Der hat auch irgendein Problem. Ich verstehe nicht, was für Probleme die alle haben. Nee, mach mal Schmalz an. Mach mal Schmalz. Boah, was gibt's denn hier oben? Nur Äste? Futter gibt's hier doch bestimmt gar nicht. Hier oben. Gucken wir doch mal unten und gucken wir mal, ob wir den guten Herrn da was zu essen bringen können. Ich kann das nicht deuten, ob sein Handgelenk kaputt ist oder ob der einfach Hunger hat. Wasser können wir nicht transportieren. Nehmen wir Ast weg und haben wir hier unten irgendwas Leckeres. Das sieht ja noch was Leckerem aus. Das kennen wir doch. Das kennen wir. Das können wir mitnehmen. Und habt ihr euch den Baum gemerkt? Ich nehme ich auch nicht. Ich glaube, das war der hier, oder? Machen wir nochmal Sinne? Ja, das wird er wahrscheinlich sein. Ich weiß es nicht. Können wir mit dem klettern? Na los, hopp, 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 hopp. Mal neben schreien, rechts, da ist er. Das heißt, ich traue mich jetzt gleich nicht wieder zu springen, weil ich so scheiße springen kann. Hier, diesen Ast, der sieht toll aus, den nehme ich. Buga, buga, so, jetzt müssen wir irgendwie runterkommen. Nee, 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 lass nicht los, Junge. Junge, dreh dich doch einfach mal um. Nein, dann machen wir so. Warum kann ich nicht rückwärts klettern? Was ist das für ein... Soll ich die Kamera drehen, oder? Fallen lassen traue ich mich jetzt nicht. Weil dann lebe ich nicht mehr. Geh doch da weiter, Junge. Oh, 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 oh. Und das ist es, das ist es, das ist es. Oh, 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 oh. Ich verstehe nicht manchmal, warum man nicht einfach diesen Ast lang geht. Andere Äste kann er wunderbar lang klettern. Den einen gerade nicht. So, wo ist jetzt wieder mein Freund? Da. Kann ich dagegen springen? Vielleicht muss ich das auch einfach nur ein bisschen üben. Ist ja auch neu, das Spiel hier. Bringen wir mal rüber. Und gehen wir mal dahin. Ey, Alter, hier Nahrung. Oh. Scheiße. Ich wollte ihm das noch geben. Jetzt knabber ich das an. Ja, hallo. Haben wir das hingelegt? Nee. Das sind die Äste. Wie kann ich dir was geben, mein Freund? Ich will dir doch irgendwie helfen. Soll ich dir die... Ja, du hörst ihn, weil du 5 Meter, weil du quasi neben ihm stehst, aber kann ich das irgendwie, warte mal, wenn ich das fallen lasse? Junge, was ist dein Problem? Oh, jetzt habe ich das Essen fallen gelassen, ne? Wie übergebe ich Sachen? Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung gerade. Ich stehe absolut auf dem Schlauch und wenn man auf dem Schlauch steht, sollte man am besten einen Break machen. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich diesen Typen, soll ich ihn umnocken? Soll ich dich beglücken? Also Minimalhilfe wäre schon toll. Option, Hilfe, Bewegung, Intelligenz, Aktion, Bauen, das sind wieder andere Sachen, ja toll, Gegenstände inspizieren, Kinder trösten, das haben wir schon mal gelernt, wie kann ich dem Verwundete helfen? Ansiedlungen. Ach, ich muss Schlafplätze bauen, aha. Was machen denn die anderen Affen, die den ganzen Tag zu Hause sind? Verletzen und vergiften. Verletzungen. Verletzungen. Wenn du verletzt bist, suche etwas, teilende Eigenschaften. Ach Gott, oh Gott, ich weiß doch nicht, was der hat, ey.
Pilze verbessern deine Resistenz. Ja, es ist dann halt für mich, aber wie helfe ich den anderen Leuten? Das weiß ich noch nicht. Das muss ich echt mal gucken hier. Also trösten will er nicht. Trösten hilft nicht. Gut, ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt, ja. Nee, ich habe keine Ahnung. Gut, dann machen wir, wie gesagt, einen Break. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like da. Einen Kommentar oder, ja, eine Lösung. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.